Oh, hey, du geiles Püppchen, du. Was? Das ist ja richtig gut aus, Was, ne? mit wem reden Sie? Ja, mit dir, du Schnitte, du. Wieso? Oi, Was ist? Ich habe gar nichts gemacht. wie Was jetzt? ist denn? Oh. Rüdiger? Ja, ich bin's, Rüdiger. Was ist Es denn mit dir gab passiert? einen kleinen Unfall. Die neue Teleportationstechnologie von Kreis Industries wurde ausprobiert, um mich hier runter zu beamen. Und jetzt Ja, aber ist das was. sieht richtig gut Naja, aus. hast du den Film Die Fliege gesehen? Ja, klar, Mann. Naja, gut, bei mir war Cindy aus der Buchhaltung mit dem Apparat. Aber jetzt bist du eine heiße Schnecke? Ja, irgendwie schon. Kannst du mir mal mit dem Ding hier die Kehle durchspülen? Das ist irgendwie. Was ist das hier, eine Fackel? Da, ne, das ist so ein Alien-Zäpfchen, so eine Sonde. Oh, schieb mal rein, vielleicht geht's mir doch besser. Und geht's wieder? Oh, das meine Rauchen so, jetzt war jetzt wieder gut. Alter, wie haben die das hier runtergespült? Da liegt ja das halbe Personal von Kreis Industries. Schön ein Havanna-Club und eine schöne Cohiba auf Lunge, dann geht das wieder. Ja, hier, deine Cohiba auf Lunge. Hier sieht's richtig wild aus. Alter, was ist denn hier passiert, Junge? Was ist denn hier? Guck dir das mal an. Oh, Das ist Junge. der Flashmaster 900, ne? Den setzen die hier ein. Wie wollte ich gerade sagen, wie können die so dicke, grobe Stückchen darunter spülen? Das Die ist ja. ballern das dann nun an, mein Sohn. Alter, hier sieht man ja gar nichts. Das ist ja Da musst du auch hier ein grausam. Licht holen, ne? Haben wir jetzt erstmal so ein Licht? Hier siehst du ja nichts. Machen wir hier einfach so ein Licht raus. Dann sieht es ja viel angenehmer aus. So, Einfach lege ich mir so mal ein hier so Licht. hin. Lege ich auch hier den ganzen Smoder. Warum wackelt denn der Apparat so? Der hat irgendwie Probleme. Ich glaube, ich fange hier hinten an. Ja, so in so Wir müssen in so von den. beiden Enden anfangen und dann wie bei so einem Hotdog uns in den Zentralwurstkern vorkauen. Hotdog und Schiesel. Na, schön rein hier. Ja, ich schmeiß erstmal die dicken Kadaverstücke raus. Ich mache hier gerade so alte Knacklappen, Analsonden, noch alles rein, du. Die Sonden. Auf dem Zettel stand, die Sonden bitte nur mit Handschuhen berühren. Guck mal, hier auch so alte Chemiefässer, wo Kreis Industry Produkte, Kosmetikprodukte von Kreis Industries sind da drin. Die Was sind ist denn mit alle so einem noch nicht schwimmenden getestet. Fass? Muss das weg? Alles, was man bewegen kann, kann weg, oder? Wie war das? Hier sind ja auch ganz viele Blips-Cola-Dosen. Blips ist ja auch so ein Produkt von Kreis Industries, ne? Das ist doch diese Cola, die Durchfall und Mutationen auslöst. Durchfall und Mutation. Fragst du dich, was passiert? Bist du schon Ich kann wieder mir so richtig mutiert? vorstellen, Blips-Cola. wieso die. Ein Schluck und dein Leben wird gut. Wieso die Wissenschaftler da sitzen. Sehr erfrischend, löst aber Durchfall und Mutationen aus. Hat Ja, man eigentlich auch so schreiben Sie geheime Zutaten mit drauf. ein frisch gewischt Schild? Nee, so sind wir nicht drauf. Sicherheit ist uns doch egal, ne? Ja, das ist das, da musst du es wie bei so deutschen Gesetzen so ein bisschen halten, ne? So von wegen, das ist auf eigenes Ermessen. Wenn du siehst, da ist ein Hausmeister, dann muss dir klar sein, dass auch Rutschgefahr besteht, weißt du? So. Wir sind ja keine Amerikaner, hier kannst du ja nichts rausklagen. Ja. Lohnt sich gar nicht, auf die Fresse sich zu legen. So, ich mach mal hier die Ecke einfach clean, außer die Wände, da hängt ja viel Schmierder. Außer kann man irgendwo einen Turtle finden? Vielleicht, oder meist das Splinter irgendwo. Oder hier so ein Fußfetischisten-Ninja. Fußninja. Hast du schon, Fußclan. hast du eigentlich schon einen Ofen gesehen irgendwo? Hier hinten bei mir. Ah, okay. War er hier schon rein? Ja, ich sammle hier die Patronenhülsen. Irgendwer hat hier seinen letzten Kampf versucht zu überleben. Es gibt ja Legenden, dass Hitler damals in die Kanalisation von West-Berlin geflohen ist. Ja, gut, ne? Ich bin auch schon mal in der Kanalisation gewesen. Glaube ich dir sofort. Also wenn einer sagen würde, wenn du sagen würdest, ja, ich war auch öfters mal den Stinky Diver machen, würde ich sagen, ja, das glaube ich dir. Ja, bist du so der Du bist so ein Typ. Stinky Diver Dude. Alter, wenn du hier so ein, was ist das? Ist das ein Knicklicht oder dieser Dildo, den man da findet? Ich weiß es nicht. Weil wenn ich ihn ins Feuer werfe, dann zischt der richtig ab, ne? Aber das sind einfach noch die Kotspuren, die dran hängen. Ja, Oh, hier habe könnte. ich ein. Es könnte auch so eine Hier habe ich ein Dings. halbes Männele. Ein halbes Was haben Männerle. die denn hier mit dem Franzi gemacht? Haben den einfach die Toilette Huh? runtergespült? Alter, ey, die Sachen fliegen hier rum. Warum sollen wir hier unten überhaupt sauber machen? Es lohnt sich doch überhaupt gar nicht. Ja, natürlich, weil der Vorstand aus Peking,
Die wollen sich das angucken. Ja, genau. Deutsche Reinlichkeit und sowas. Ja, klar. Jack Dreyfus, Alter. Ich habe einen Stick von Dreyfus gefunden. Richard Dreyfus? Ja, den kenne ich. Den Schauspieler. Aber der hatte doch nur zwei Fuß. Nee, nee. Zwischen seinen Lenden war der dritte. Nee, der ist ja Trockenfuß. Dreyfus. Dreyfus. Vom Foot Clan. Der Foot Clan. Der war auch wie so eine Pornobande, ne? Der olle Foot Clan. Naja, gut, je nachdem, wo du aus Deutschland herkommst, so aus dem Schwabenländle. Oder? Ja, jo, der Foot Clan, ja, jo, wäre ich schon dabei damals, ne? Hensch Foot Clan. Ja, jo, Hensch Foot Clan damals, Grünet. Das Marania, ne, Owe. Haben wir hier irgendwo eine Laserkanone? Ah, eine Laserkanone. Guck mal hier, das wird ja alles rot da, die Gülle. Muss das so sein? Was man? Ja, ich weiß ja nicht, was wir da gerade verbrennen alles. Also da ins Wasser reintunken kann ich nicht. Nee. Ist ja wild. Nee, ich glaube, das ist von diesen Flares, siehst du ja. Wenn die Flares im Dings verbrennen. Boah, dann habe ich noch ein dickes Biofass. Die großen Stücke trage ich so. Naja, die großen musst du so tragen. So, lass mal Neistopfer. Aber was, hier, was ist mit die Platten? Die ist Platten? Das Logo da drauf? Komm was? Her. Wo? Logo? Hier. Was sagt dieses Logo? Das giftig, Logo? Ne? Das ist hier vorne drauf. Nee, also bei Kreis Industries verwenden wir die aber immer. Aber das ist Babynahrung. Auf dem Fass steht Babynahrung. Warum ist so ein Logo auf Babynahrung bei Kreis Industries? Keine Ahnung. Das ist ein Powerade-Fass. Das Warum brauchen Babys überhaupt Koffein? Verstehe ich nicht. Wir von Kreis Industries setzen uns für mehr Koffein in der Babynahrung ein. Warum? Ja, es ist so. Kinder wollen ja auch was vom Tag. Schlafen immer. Alter, was hier hinten hier floppert alles rum. Flopper die Flop. Ich habe hier so eine komische Metallplatte, die schmelzt sich gerade. Oh, die hat sich aufgelöst. Flip, flop, blub, 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 blub. Guck mal, zack. Ist die weg. Bille, bille, bille. Stille, stille, stille. Altes Glas und Anfall. Er ist Pilfinger tanzen, Alter. So, jetzt schon hier mal rein. Das höre ich im Auto immer schön, weißt du, wenn die Gangster-Kids mit ihren Gangster-Rap-Musik mache ich die Fenster runter und mach flip, flop, blub, blub, blub. Kinder, wir verlieren ihn. So, oder, Alter, hier ist ja richtig widerlich. Oder dieses He-Man-Ding, weißt du. I wake up in the morning and I get up. And he prays. Oh my God, and I pray. Und alle denken immer, was ist mit dem Mann? Komm, wir hauen schnell ab, Mama! Mama, guck mal, das ist doch dieser YouTuber! Lauf, Junge, lauf! Halt dich fern! Mütter hassen diesen Trick. Ach ja, damals, als ich noch jung war. Oh nein, 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 aber warum? Alter, ein Eimer nach dem anderen kommt hier raus. Denkst du, wir machen irgendwann von dem Spiel einen zweiten Teil? Mit Skills? Ey, das wäre geil. Da wäre ich auf jeden Fall, würde ich sofort kaufen. Dass sie irgendwann sagen, jetzt neu, da kannst du bessere Wischtechniken und sowas lernen, weißt du, sowas. Ja, überhaupt, dann so ja, nicht unbedingt Skills müssen es ja nicht unbedingt sein, sondern eher so, dass du halt so Werkzeuge und so extra kaufen kannst. Ne? Ja, ja, auch mehr Gadgets. Dass du halt dann sagst so, ja, jetzt habe ich hier so den elektrischen, ne, den Spermax 2000. Also ein Spermax fehlt eh, ne? Irgendwie. Ja, ja, so ein Blablabla. Wenn es sowas nicht gibt. Ja, das ist halt noch handgecraftete Wischtechnik hier alles, ne? Es muss nur mal, ne, muss man nur mal auch so sehen. Es ist Wie halt, sieht's da hinten eigentlich aus? Ist da hinten eigentlich übel? Ja, also hier jetzt im Flur geht's so. Ich habe ja schon einiges hier rausgeräumt. Wollte nur mal jetzt hier durchleuchten, weil der Flur, der könnte jetzt. Den mache ich jetzt fertig. Hol ich mir jetzt ein paar Eimer. Da was reinlegen? Geht das? Und dann hebe ich das so. Ja.
Mach ich die ganze Kiste hier rein, du. Und die ganzen Patronenhülsen weg. Der Eimer kommt naus, der Eimer kommt naus. Du kannst dir hier auch so Fackeln holen da, also diese Sonden kannst du hier auch holen. Also die muss ja auch für irgendwas gut sein. Sag ich ja, die Flares. So. Hier die ganzen Patronenhülsen, also irgendwie war hier unten auch eine Schlacht, ne? Ja, ja, guck mal hier, siehst du das? Die neue Technik, habe ich gelesen. Eimer auf Eimer, ne? Ja, ja, Eimer im Eimer, Eimer im Eimer ist dreimal Eimer. Oh, oh, ja toll! Ja, sauber, geile Technik, Dude. Sackgesichter, ich trag die Eimer einzeln, ey. Du kannst Hammer das machen. Technik. Hab ich gesehen, ey, ist viel einfacher. Hab Scheiße ist bei, das. Hackjaw.com. Ja, die haben dann aber auch die Physics auf komplett Null stehen. Weißt du, du kannst ja die Physics runterstellen. Du kannst die ja ausmachen, dann ist es noch einfacher. Dann machst du keinen Spaß ohne Wackeleien. Ja, ja, eben. Du musst doch wackeln, wenn du hier so einen Alien-Arsch in den Ofen wirfst. Eben, Arsch und Ofen ist eben am besten. Das muss doch spratzeln. Ah, ich mache hier so eine Kiste. Kann ich hier zumachen? Oh ja, das geht sogar. Das ist praktisch. Also an sich würde ich es eh geiler finden, wenn wir Kisten hätten mit Deckels. Müsste ich mal irgendwie der Obrigkeit da oben, ne? Oh, Alter, aber dreckig, ne? Also zwei Dip und schon wieder... Ja, es ist ein Gulli. Ein Gulli? Es ist Le Gull. Le Gulde, no. Boah, ne, da musst du richtig. Le Gull ist das hier. Sack La Gull. War das nicht Sack so ein. War das nicht so ein französischer Entdecker? Frère Jacques. Frère Jacques. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Lang mir an den Ding Dong, lang mir an den Ding Dong. Spritz, 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 Spritz. Salale Martine, Salale Martine. Was? Salami in Kantine. Salami in der Kantine, Salami in der Kantine. Ding, dong, dong. Also es geht um eine französische Dirne, die mit ihren Ding, dong, dongs den Bauer erfreut. Ja gut, es gibt viele missverstandene Songs. Ich meine, auf Deutsch geht es doch so. Bruder Jacke, nee, Fräle Jacke. Du noch? Oder eine Bruder noch? Jakob. Brudi. Ja, Bruder Jakob. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hartz IV ballert, Hartz IV ballert. Cash auf die Kralle, Cash auf die Kralle. Check mal ein bisschen Weed. Hast du was noch zu Hum rauchen? Zwei noch ja, zwei noch ja. Haben wir noch Pep? Haben wir noch Peps da? Haben wir noch Peps da? Zwei noch da. Zwei noch da. Das ist der Mars. Muss man sich erstmal trauen. Er kann kein Deutsch so, aber er hat Daumen gemacht. Ist okay, muss man. Ich hab Respekt. Pass mal auf, ich mach Auge. Ah, die war läppisch. Die war läppisch. Hier sind halt so viele Kleinsachen, ne, die hier irgendwie rumliegen. Überall liegt ein Stück Darm. Es ist hier halt auch schwierig. Man könnte natürlich jetzt. Dark, ne? Ja, ja, man könnte jetzt an meiner Stelle natürlich auch die Lampe mitnehmen, die hier vorne liegt. Das wäre natürlich dann einfacher im Leben. I am the dark. Die Stimme, die dir sagt. Ne, die hat er wahrscheinlich wirklich gehört, die Stimme. Ja. Skandalsänger. Früher hat man über eine Vergewaltigung gesungen und da war man noch in. Da war man in aller Munde. Hast du mitbekommen? Ja, was ich gestern heute gelernt habe. Ist man stolz, wenn man jemanden vergewaltigt in, hat. In dieser Quiz-Sendung. Ja, heute rappen die Rapper darüber, dass ja, das so, ganz toll ist. Ja, ich jemanden vergewaltigt, ja. Ich bin deswegen. Sonst wäre ich ja kein Rapper. Nee, ich habe gestern hier so eine Dings gesehen, hier von, so hier Kneipenquiz oder wie das heißt. Und da habe ich was ganz Tolles gelernt, dass auf irgendeinem Radiosender läuft irgendwie so ein Klavierstück oder so. Und das hat so lange und Töne so, und das geht irgendwie 600, das läuft noch bis 2600 irgendwas. Und dann haben sich da irgendwie alle zusammengefunden und Schnieke angezogen, weil da dann an einem Tag irgendwie ein Klangwechsel stattgefunden hat. Und du hast eigentlich... Ein normaler Mensch hört dann nichts. So, aus so einem Brummen wurde irgendwie ein anderes Brummen, aber es brummte irgendwie ganz genauso. Und, völlig bescheuert, ey.
Und alle stehen und applaudieren dann so, ja, yeah, Klangwechsel, auf die nächsten, irgendwie alle 20 Jahre findet dann so ein Klangwechsel statt oder so. So mein dumm. Opa hat den ersten Klangwechsel erlebt. Ja, wow. Ja. Es ist verrückt. Trug damals diesen Anzug. Das ist dann Kunst. Ja, aber Kunst ist eh immer so. Das verstehen wir ja nicht. Wir sind ja. Ja, nee, aber weißt du, kannst, Tölpel. wenn du nur überzeugend dekadent kommentierst, ja, dann ja. kannst du irgendwie alles zur Kunst machen. Ja. Haben Sie da gerade gegen meine Bürowand geschissen? Sie sehen scheiße, Sie Bauer, aber ich, ja, ja. ich sehe moderne Kunst. Damit will ich zeigen, dass das weiße männliche Patriarchat den armen bolivianischen Arbeiter unterdrückt. Wenn Sie das so sagen, stimmt. Wenn Sie das nicht sehen, sind Sie ein Rassist. Ja, wenn Sie das so sagen, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich es auch. Jetzt ist unser Büro natürlich Kulturgut. Das ist ein Banksy. Ja, das ist ja fast ein Banksy, Alter. Ja, du musst einfach Kunst draus machen. Das ist die Regel. Ja, wobei Banksy, Banksy schon wirklich Kunst macht. Aber das ist auch so find dieses... Finde ich so krass, gab es da nicht auch so einen, der hat hat irgendwas an einem Diner gehabt und dann hat er seine Dinerwand abgerissen und für x-tausende verkauft. Ja, ja, oder... War auch irgend sowas. Irgendeine Frau war auch, die, wo sie ihr das Haus abreißen wollten. Eigentlich kann der mal Existenzen retten, so. Ja, ja, du hast gut, klar. So ein altes Restaurant, was nicht mehr läuft. Wir sind pleite, mein Sohn, wir müssen aufgeben. 8 Jahre, 8 Generationen. Ja, nee, es geht dann, bei Banksy geht es ja dann auch um eine persönliche Sache dann, wie bei dieser Frau jetzt dann, wo es dann heißt, ja, sie muss da wegziehen, weil... Die haben ihr dann die Mieten erhöht oder sonst was und dann sprüht er ihr da halt ein Bild an die Wand und dann plötzlich... Ja, und das ist unberührbar, das Gebäude. Und dann kommen da plötzlich irgendwelche Pilger hin und so, ne? Die bieten dann natürlich viel Geld, so nach dem Motto, dann kann sie die Dreckshütte verkaufen und kann sich irgendwo anders eine geile Wohnung suchen, wenn sie eine das... Villa suchen, ne? Ja. So, ne? Oder ein geiles Haus, so. Und das ist halt dann schon cool. Kann mir jemand bitte mal was mit Fäkalien an die Wand schmieren? Ja, klar, gerne, wenn ihr jetzt so fragst. Muss man aber auch Künstler sein. Alter, ist das dreckig, du. Hier drin ist so ein... Aber hier dippt man auch nur zweimal und schon bist du overdippt, ja. Ne? Also ja, dippst zweimal dagegen im Gang, aber das ist auch irgendwie, ist viel braun hier. Ja, ja, das ist... Viele Brauntöne sind hier mit drin. Es ist weniger Fläche als der Job davor. Aber dafür ein intensiverer. Ja, ja, aber dafür ist es echt deep und intense, ne? So, das muss man halt... Ja, das ist halt so ein richtiger Schokoschacht. Richtiger. Deep und intensiv. Ja, das ist ja eigentlich jetzt das, was danach kommt, weißt du? Wir fragen uns so, wo kommt unser ganzes Abwasser und die Innereien und alles hin? Und jetzt weißt du es. Ich werde hier vorsichtshalber nochmal so einen kompletten Roundup machen. Aber es sieht ganz gut aus. Also der Gang, wo ich gerade drin bin, der ist richtig übel. Also der ist wirklich, der ist hardcore. Ich gehe auch mal hier in die Rohre, aber... Der ist so richtig next level, du. Das sieht schon mal ganz gut aus hier. Das sieht schon mal ganz nice aus. Wow! Was hast du jetzt hier gefunden? Ich hab gerade was berührt, dann ist was explodiert. Ich hab was berührt. Im Dunkeln, so, da war irgendwie... Ja. Jemand hat mir Fleischwurst mit in den Darkroom gebracht. Ja, aber irgendwas glitschig, schleimiges. Ich glaube, das Ding ist schon relativ voll, ja. Fallen ja schon die Pringles-Tüten wieder weg. Achtung, gehen Sie mal. Schmeißt du mal die andere Kiste hier weg. Ja, da steht geht hier voll im Weg. Rein. Ach, da geht man, schmeißt doch weg. Als hätten wir nicht genug Kisten. Kisten, ja, aber die haben gemeint, wir hätten wohl im Moment wenig Budget für neue Kisten. Wir haben Budget ohne Ende. Ist ja das Problem, wenn das Spiel jetzt mit Budget wäre, hätte es natürlich einen gewissen Anspruch. Alter, hier sind doch einfach... Ich krieg die nicht mehr zu, die Kiste. Ja, sag ich ja, ist noch nicht... ist voll. Das ist ja auch keine offizielle Transportkiste, sondern... Das ist die Ludolf-Gedenkkiste. Nudeln drin, ganz... eine Pasta-Kiste. Eine Pasta-Kiste. Eine Pastafari-Box. Ich war da mal. Bei den Ludolfs. Oder Ludolfs sind... das sind die mit den Autos, ne? Schrottplatz, ja. Ja, genau, doch, ja, da war ich mal mit meinem Onkel. Weil der sein Auto bei denen abgegeben hat. Geht die Kiste da nicht rein, du? Ah, jetzt muss er sie von... Nee, der macht immer wieder die Klappe auf. Oh Gott, das ist... gerade ganz schön am Eskalieren, du.
schmeiß mir noch eine Fackel rein hier. Achtung, jetzt kriege ich sie vielleicht. Ja, und rein das Ding. Hier noch den Darm hinterher. Egal, wenn die Patronen irgendwie noch so Restschießpulver drin ist. Dann pschu, 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 ja, ja. So. Boah, hier sind so viele Fässer und Kisten, ne? Ja, die haben halt hier sehr viel Babynahrung. Babybrei. Dafür stehe ich mit meiner Strahlung. Dafür stehe ich mit meiner Strahlung. Ja, man hat eine Ausstrahlung. Dafür stehe ich mit meiner Strahlung. Gute Hip-Baby-Kleie. Ist ihr Baby nachts sich müde und leuchtet nicht sehr hell? Holen sie sich Kreisindustrie-Babynahrung und das ist ziemlich schnell. Achso, okay. Das Ding ist jetzt randvoll. Ich habe da voll viele Kisten reingestoppt und alles. Wir machen erst den groben Dreck und dann ist der weg. So, jetzt hole ich mir, jetzt habe ich hier oben die Mitte relativ frei. Das können wir noch mit einer Kiste machen. Hier ist noch eine Gratislampe, die nehme ich dann mal mit hier in den Flur. Die können explodieren, ne? Die Lampen? Ja, meine ist explodiert. Weil ich habe die irgendwie wohl angestoßen an die Wand, dann hat die... Ja, gut, meine Güte. Schmeißt man sie halt danach weg. Die fackelt halt nochmal richtig rein, du. Jetzt mache ich nämlich hier den Gang und werfe da auch nochmal alles im Flur. Ach, guck mal, der Hansen, du. Wie der Hansen? Der Hansen liegt hier einfach rum, du. Aber nur halb. Halb Hansen. Halbe Hansen, du. Ich weiß nicht, wo der Rest ist von dem Sackloch. Oh! Die ist angegangen. Wie jetzt? Die Lampe? Nee, hier die. Guck, wo bist du? Die Flare hier. Die Kiste ist angegangen. Hä? Kannst du leuchten mit? Aber wie hast du es gemacht? Ich hab sie gegen die Wand geschlagen. Oh. Dem. Ah ja, muss einfach so über die Wand ziehen, dann hast du Licht. So ein Streichholz-mäßig. Ja, so Streichholz-mäßig. Geh mal nur mal Streiche. Ein schönes Stricherholz habe ich hier drüben. Aber weißt du was, da hole ich mir aber gleich eine Box, glaube ich, raus. Ich habe jetzt erstmal hier schon schön die ganzen Kloben-Sachen weggemacht. Biohazard, Biohazard. So. Bruder Bio, Bruder Bio, leckst du noch? Leckst du noch? Die ollen Leckmuscheln, du. Oh, jetzt wird der Eimer hier gekippelt, aber er war Frischwasser. Bei Kick gibt's noch Leckmuscheln, habe ich gesehen. Ja, Leckmuscheln kannst du auch online. Es gibt, wusstest du, dass es man auch diese ganzen Kirmes-Sachen online bestellen kann? Ja, weil ich das letzte Mal Leckmuscheln online bestellen wurde, wo ich da gelandet bin. Das war was ganz anderes, ne? Weiß auch nicht, ey. Leckmuscheln.org. Ich glaube, die Frau hat schon lange geraucht. die war sehr Barbecue. Das war mit Raucharoma war sie. Leckmuscheln mit Raucharoma. So für Erwachsene. Chili. Wie gesagt, ich steige jetzt auch in die Gleitgel-Industrie ein. So, ich mache Gleitgel mit Chili oder Doppelpfefferminz. Für das Prickeln erlebt. Curry. Das ist richtig. Und natürlich dann so, Sven hat auch noch so ein paar gute Ideen. Das ist so Spülwasser oder sowas. Das ist so. Tümpelfütze. Naja, einige Männer stehen ja auf sowas. Die finden es ja toll. Ja, und es würde sich gut verkaufen als so, ja, wie soll ich sagen, als so Scherzgeschenk. Weißt du, so, ah, guck mal hier, ich habe für euer Liebesspiel was mitgebracht. Irgendwie so ein Gleitgel. Also so ein bisschen wie die Bodenstreichelzoo oder irgendwie. Ja, genau, wie die Harry Potter Bohnen, nur halt als Gleitgel. Und hier im Gang habe ich auch ganz viel. Das klaut uns jetzt eh. Irgendein anderer großer YouTuber verkauft es wirklich. Wird ein doppel 8 Millionär. Wir gucken wieder dumm in die Röhre. Oh, hier sind ja Einschusslöcher. Die siehst du ja kaum. Ja, hier sind noch Einschusslöcher, mache ich aber erst dann am Ende. Weil dann kann man nochmal grob durchwischern. Oder wischern. Ich hab ja gar nicht gesehen, wo Einschusslöcher, ey. Ignaz.
Das Kammerjäger-Geheimbataillon. Das KGB. Weil ich werde ja auch hier von dem ganzen Zeug unterwegs noch was verlieren und so diese ganzen Patronenhülsen. Uff. Da glüht aber die Lotzi. Oh mein Gott, wenn du so ein Fass zerschießt, kommt da Atommüll raus. Na toll, warum zerschießt denn du Fässer? Wollte mal wissen, ob es dann ein bisschen einfacher zu handeln ist, weißt du? Oh Mann. Es wird wieder Ärger vom Chef geben, du. Oh, wir haben erhöhte Strahlungswerte. Ist bei euch da unten alles okay? Ey, die Patrone hier, die ist doof. So, ich habe meine Löcher hier schon mal versiegelt. Die nannten ihn den Dentist. Oh, da ist wieder was rausgefallen. Weg hier. Oh Mann. Das ist halt viel Dreck hier, ne? So. Ja, aber das kannst du so, also den Kleinkram kannst du mit den Kisten ja easy wegmachen. Wir haben auch viel Gruben. Ja, viel Gruben, ne? Noch nicht durch. Ah, ich schieb einfach nach. Nachschieben. Komm rein. Das muss alles brennen, du. Kesseln muss das, kesseln. Okay, es muss erst durchklatschen hier. Der Kessel ist voll da hinten. Das Ding muss durchklatschen, und zwar kräftig. Wollen wir noch ein bisschen durchbrennen. Alles immer, ne, also wenn irgendwas nicht richtig sauber geht, dann einfach abbrennen. Ja, klar. Es muss durchgebrannt werden. Muss, ja, das ist so die letzte Technik, die man halt hat. Als erfahrener Putzer sage ich immer, ey, wenn was nicht richtig weggeht, durchbrennen. Die Leitung ist verstopft, ja sicher, wir füllen das Ding mit Gas, dann macht's einmal puff. Ja, ist doch so. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 20%, dass das komplette Haus verschwindet, aber das Rohr ist frei. Für immer Kasalek. Kasalek ist halt auch so ein Kasalek, ja, den haben sie sich schon gut überlegt. Was, den Trümmer hier? Das können sie vergessen. Das ist so. Aus was soll denn der sein? Was hält das zusammen? Klebstoff oder Nieten? Wir wollen das mit Nieten machen. Nieten? Das ist ihnen doch in ein paar Jahren alles weggerostet. Da müssen sie alle paar Jahre wieder drüber. Ey, wenn ich den Gang hier hab, das ist wirklich befriedigend. Absolut befriedigend. Weil es ist so ein bösartiger Gang. Ja, ich hab bald schon hier Doppelgang. Oh. Ey, der war halt richtig übel, weil da wirklich so viele Menschen explodiert sind da hinten dran. Ja, hier waren Aliens. Aber mir waren auch, das eine oder andere Alien war auch vertreten. Oh Gott, hier ist noch eine Patronenhülse. Aber man muss sagen, man sieht halt dann doch immer den Fortschritt, ne? Wenn man sich da mal so reinstellt und dann so das Bild vom Anfang in Erinnerung holt, ne? Es ist schon was passiert. Ja, ja, klar. Das ist ja gerade das Geile. Wie viele Leute sich das Game jetzt auch nochmal entweder neu gekauft haben, weil sie es nicht kannten, oder gesagt haben, ich hab's jetzt auch nochmal rausgeholt. Irgendwie geil. Ey, ich kenne da so einen YouTuber, der sagt, all seine Videos sind kinder- und familienfreundlich. Der hat's gestern gespielt. Also wissen wir, dass demnächst wohl ein Video kommt. Achso, ja, ja. Den kenne ich aber sogar. Aber kind- und familienfreundlich, ich weiß ja nicht, ob das das ist. Ja, ne, das ist auch so. Ja, er denkt, vielleicht ist er so schlau und kann dann den großen Algorithmus überlisten. Weißt du, so. Der liest das dann und sagt, okay, Videos sind freundlich. Freundlich, ein Wort, das auf meiner Prioritätenliste steht. Dieser Junge ist offiziell ein guter mehr Kies- und Kreisvideos vernichten. Die sind nicht legit. Nicht legit, haben keinen YouTube-Führerschein. Ach komm, das schleppe ich jetzt so hier, das Zeug. Die groben Stücke. Mach mal so ein grobes Ding. Ach, das muss da durchgeschoben werden.
Sexismus im Intro, nicht legit. Nicht legit. Ja, ich habe ja noch so ein paar größere Kadaver auch liegen von Leuten. Die muss ich auch noch entsorgen. Alter. Ja, ich sag ja, hier, was da hinten, da lag schon einiges an Zeug. Ja, da guck doch mal rein, da ist immer noch eine Menge. Wir hatten da so einen Chipotle-Abend im Pulli. Der Chipotle-Abend. Mensch, Hans, sei doch nicht so schlapp, das ist ja eine letzte Verbrennung. Nimm mal ein bisschen Haltung an. Boah, da drüben liegt. Da sind noch 10 Menschen explodiert da drüben. Ja, und pack die doch als erstes weg. Also, ja, ich schlepp eine so Fackel. Gabelung. Ich schlepp eine Fackel. Weißt du? Ja. Mein Gang ist so dreckig, aber ich schlepp eine Fackel. Ja, die war halt eine große Fackel. Hol dir da oben 2 Kisten, pack das voll, du, und dann ist das gut. Ah, da wackeln mir immer nur die Bröckchen raus. Ja, ist ja egal, aber dann sind schon mal mehr Bröckchen weg. Aber hier habe ich Füße, hier habe ich Unterkörper, weißt du, den kriegst du da nicht rein. Muss ich wegmachen hier, so ein halber Mensch kriegst du einfach die so halben Menschen Kiste nicht rein. So ein Bollerwagen. So. Oh, geil, jetzt habe ich noch einen Fuß. Ja. Aber ey, was ist das für ein Automat? Jetzt habe ich hier irgendwie noch eine Pferdemilz. Ich hatte bis jetzt noch keine Niete gezogen. Und ich habe immer, wenn man eine Niete aus dem Automaten zieht, muss man einen kurzen trinken. Der ist schon tot. Und wie viele kurze hat er getrunken? Er ist tot. Oh, warte mal, hier die. Hast du irgendwo die Kanone? Ja. Um diese größeren Platten zu entfernen? Ist sie hier irgendwo? Oder? Ja, hier. Zack. Da ist sie. Da ist die alte Kanone. Weil die Platten, die sind nämlich scheiße. Gott, der Gulli. So. Immer schön rein hier, die ganzen Eingeweide. Zu viel Darm, ne? Wahnsinn. Super viel Darm. Super viel Darm hier unten. Die haben noch nie so viel Darm weggemacht wie hier. Richtig darmreich. Im Darmreich? Der mag das sehr im Darm, ja. Hier noch so. Ey, wie viele Beine auch? 2. Jetzt habe ich das Ding umgestoßen. Noch mehr Beine. So. Ich glaube, wenn du die Dinger einsammelst und dann nochmal links klickst, dann nehmen sie, glaube ich, die Position an, wie sie am besten in die Kisten passen. Ja, sie verändern halt ein bisschen die Position, ne? Naja. Problem ist, hier habe ich halt wirklich so irgendwie einen halben Meter Darm. Ich glaube, ist halt, wenn der Darm wieder rauswackelt, ne, wenn er so rausspringt. Ja, aber ich muss sagen, den obersten Grobschmutz, also hier hinten die Abteilung ist bald komplett. Brauche ich nur noch durchwischen gleich und ein paar Einschusslöcher vielleicht wegmachen. Danach nochmal kurz die Verbrennungslöcher, den Verbrennungsschmutz wegputzen. Ja, das ist ein solider Job, den wir hier machen. Ja, der ist solide, du. Das ist ganz einfach. Das ist jetzt hier noch nicht das große Geheimlabor von Dr. Shinabusi. Das hat ja eine Spielzeit von, glaube ich, 1:30 Stunden. Aber es gibt ja auch wirklich Karten, wo dann da steht 4 oder 5 Stunden. Ja, also da putzte du. Ja, putze. Müssen wir uns noch so ein paar namenlose Mitarbeiter einstellen. Diese halben Männle, die sind halt immer so anstrengend. So ein halbes Männle, was du da rumschleppen musst. Ja. So, der Eimer, der war noch fresh. Und noch irgendwie ein Klumpi rum. Das wird der schönste und sauberste Kanal ever. Da kannst du richtig vom Boden essen. Ja, ja.
es ist, ne, der Algorithmus wird sagen, gut, jetzt haben sie aufgeräumt. Was ist ja. Ordnung, Sauberkeit bedeutet Werbung. Alle Videos wieder grün. Monetarisierung genehmigt, Rewe-Werbung bringt besonders viel Geld. Bearbeitungszeit der Werbungsfreischaltung 2 Jahre. Ja.